Da schrieb der Home-Button, nee, der Mikro-Button schrieb, ui, das wird nochmal eng, ein Unentschieden. Aber es wurde kein Unentschieden. Und damit erstmal willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aus dem Clan Free-to-Play. Ich bin hier auf dem Account vom kleinen Toti, also vom kleinen Toto. Und ja, wir haben wieder ein Perfect War gespielt, also kleines Clash of Clans, Kürzel 1x1, PW heißt dann Perfect War, also einen perfekten Krieg, wo alle Dörfer mit 3 Sternen belegt wurden. Allerdings hat der Gegner auch gut gekämpft. Ein bisschen ärgert mich, was der Gegner gemacht hat, aber was wir immer so predigen, also zumindest was ich auch immer so predige, so nach dem Motto, Leute, maxt eure Bases, eure Neuner. Dann habt ihr später einfacher, wenn ihr dann auf 10 und 11 geht und immer ein bisschen was tut. Aber was mich hier an diesem Krieg eigentlich so geärgert hat, ist so ein bisschen die Konstellation des Gegners. Ich meine, da kann der Gegner jetzt nichts für. Er hat ja effektiv gekämpft, allerdings nicht bis zum Ende effektiv gekämpft, denn sie haben natürlich ein paar Sterne bei uns oben offen gelassen. Wo dann irgendwann die Kompetenz halt nicht mehr gereicht hat, um diese Bases hier zu legen. Aber der Gegner hatte mit Masse schon angefangen, auch hier oben bei der 1, Low Helden und hat trotzdem hier unsere Bases so hart gedreiert. Das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen an der Sache geärgert hat. Denn gerade ich predige immer Maxen, Maxen, Maxen. Und braucht man gar nicht. Einfach ein bisschen was Queen und King nehmen, also einfach ein bisschen leveln, braucht man gar nicht, noch nicht mal in zweistelligen Bereich. Ihr seht das hier, Queen beim Gegner ist auf 9 und der King mal gerade so auf 10 und so hat sich das hier, ich glaube beim Gegner war keiner großartig besser. Die Rathausverteilung war übrigens sehr, sehr fair diesmal, also was 9er und was 8er, 7er anging. Das war, glaube ich, schon recht fair verteilt. Und ich habe am Anfang eigentlich schon recht früh gesehen, als der CK hier gestartet hat, dass wir den ziemlich gut abschließen. Denn ich kenne mittlerweile so ein bisschen, ich sag mal so, die Qualität meiner Mitspieler hier und weiß, was die imstande sind, hier zu legen und mit welchen Truppenkombinationen sie angreifen können etc. Und da wusste ich eigentlich schon sehr, sehr früh, dass es ein harter Kampf wird, aber wir das Ganze irgendwo gewinnen durch Defensiven. Haben wir ja auch gemacht, habt ihr gesehen. Aber trotzdem hat es mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Der Gegner hat auch vermehrt komplett immer nur mit einer Angriffsstrategie angegriffen. Ich werde euch gleich mal einen Kampf davon zeigen. Also die waren jetzt nicht so flexibel wie wir, sage ich mal. Ihr seht das ja hier bei mir. Mal der Zweisocken hier Nummer 5 hat oben den 1er und den 2er zerlegt, weil die Bases auch nicht so stark waren. Also sie waren, ich sag mal, durchwachsen stark. Von der Defensive her ging es so, aber halt Low Helden. Man musste sich nicht gegen eine 30er Queen und einen 30er King durchsetzen oder so. Das macht schon einen Unterschied, Leute. Ob da nur eine 9er Queen steht oder ob da eine 30er Queen steht in manchen Taktiken. Aber hier war das eigentlich easy peasy für einen Socken. Und ich war tatsächlich an dem Abend oder in der Nacht eigentlich, ich war ziemlich, ziemlich wurmig, muss ich sagen. Und habe gedacht, komm, du ballerst jetzt alle Angriffe raus. Und ich habe dann tatsächlich von den 4 Accounts, die ich hier im Moment in dem Clan bespiele, mit 7 Sternen das Maximale rausgeholt. Mein 8er musste halt dann auch auf einen 9er mit 2 Sternen. Aber dennoch, naja, ich war so ein bisschen angekantet. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber vielleicht war ich einfach nur sauer, dass wir gegen so eine Truppe ausgerechnet unsere Siegesserie verlieren sollten, denn die hatten auch eine ziemlich hohe Siegesserie. Ihr seht ja hier, das ist auch ein Clan Level 12, die sind schon ein paar Tage länger dabei und waren hier auch, glaube ich, mit einer zweistelligen Siegesserie angetreten. Die gilt es natürlich dann immer zu knacken und na, ist uns ja gelungen und auch uff, ist das ganz gut gelungen hier mit den Schweinereitern. Oftmals konnte man auch so beim Gegner so ein bisschen beobachten, haben die gewisse defensive Einheiten und auch Zauber bei sich, bei ihren Einheiten, gar nicht gelevelt. Alles teilweise auf Level 1, auch bei den Neunern. Ich nenne mal so ein Beispiel, Giftzauber auf Level 1. Viele halten es halt nicht für notwendig, den auch zu leveln, weil er natürlich ein paar Tage dauert, kostet Dunkles. Das investiert man dann lieber erstmal in Helden, aber auch so ein Giftzauber ist sicherlich
nicht verkehrt, wenn man den auch ein bisschen hochlevelt. Also die Verlangsamung ist ja schon ein bisschen stärker und auch der Gifteffekt dann am Ende. Ja, oftmals wollte man uns ein bisschen trollen hier. Troll-Tesla auf 9. Aber mein Gott, das ist jetzt ein Tesla, der kostete den Schweinereitern jetzt auch nur ein bisschen Zeit, mehr nicht. Aber mit Masse hatten die hier meistens auf irgendeiner Ecke so ein Troll-Tesla auch noch stehen. Und irgendwann blickst du das System eines Clans natürlich auch und fängst dann in den Ecken an oder weißt, dass da noch was hochploppt. Also ihr wisst selber, für so einen Troll-Tesla kann man sich auch einfach mal einen Loon mit ins Gepäck packen, denn der reicht. Ein Loon reicht für so einen Tesla, egal auf welcher Stufe, also auch auf Rathausstufe 13 der Tesla, ist mit einem Maxed Loon Geschichte, da braucht man keinen zweiten und deswegen packt euch ruhig einen Loon ein. Ja, letztes Mal habe ich schon gesagt, denkt an Cleanup und dann greift er mit Drachen und Loons an. Ja, das stimmt, das habe ich gesagt und mach selber nicht, aber auch für solche Fälle hier einfach mal einen Loon mit einpacken oder so, aber trotzdem, hat ja funktioniert und ich wusste auch, dass es hier funktioniert, Leute. Ich muss mal gerade gucken. Toto, Fry, JJ, nochmal Fry, Chromo. Dann sind wir, glaube ich, hier unten schon in den unteren Bereichen. Emma konnte hier, glaube ich, schon ein bisschen tiefer angreifen, weil wir halt oben schon ja, ziemlich hart gedreiert hatten. Und dann tut das Ganze auch nicht mehr so weh. Emma ist auch ein guter Angreifer hier. Und auch da oben habt ihr das wieder gesehen, glaube ich, da war auch wieder ein Tesla. Okay, war aber nicht so schlimm. Mit der Truppe hier, das ist ja ungefunnelt, hätte ich mal fast gesagt, kannst du hier in so eine Base so eine starke Truppe eigentlich auch reinbringen. Und mit Golems und Hexen geht es hier durch die Mitte durch. Also wie gesagt, da war der Gegner nicht ganz so flexibel. Ihr habt ja jetzt schon drei verschiedene Angriffsstrategien hier in diesem Clankrieg von mir gesehen. Also einmal Golaloon, dann hat man Gohok dabei. Jetzt haben wir hier Golem und Hexen. Also das ganze Repertoire hier eigentlich wird immer ganz gut ausgeschöpft hier. Und hier wird jetzt nicht immer nur mit Drachen angegriffen oder nur mit Hox oder so. Also je nach Base ist das verschieden, finde ich auch ganz gut. Und nach wie vor, glaube ich, ist auch die, auch wenn wir hier jetzt nicht so hyperaktiv sind, was so Chat-Aktivität angeht oder so, aber wir machen halt alle ganz brav genau das, was sie machen sollen. Für etwas bessere Truppen holen wir hier Zweitaccounts rein. Denn viele haben hier natürlich neben ihren Free-to-Play-Accounts auch noch in der Regel einen etwas höheren Account, mit dem wir hier so ein bisschen spenden. Das gönnt man sich in jedem Fall. Wir sind ja hier nicht in einer No-Dip-Liga oder sowas oder in einer Liga, wo wir uns nur die Truppen geben. Aber manchmal kann man auch tatsächlich auf High-End-Truppen verzichten, weil man weiß, das schaffe ich jetzt auch mit dem Repertoire, was wir hier so im Clan haben. Also ganz schick hier. Und Marcy, ich glaube, hier sind wir schon im ziemlich extrem Low-Bereich. Marcy ist, glaube ich, ein 7er hier. Ja, Marcy ist ein 7er. Und auch ein Rathaus 8, der gar nicht mal so schlecht ist. Aber auch hier gut gesehen, dass man mit Max Schweinereiter, also auf Rathaus Level 2 sind die ja 2, gegen diese Defensive hier was machen kann, denn die Magiertürme nicht wirklich ausgebaut und die defensiven Gebäude extremst weit auseinander. Das macht es auch für so einen Schweinereiterangriff sehr, sehr leicht, denn du kannst einfach deine Schweine irgendwann schicken, schöne Riesen vorgeschickt, einfach zum Ablenken der Defensive und die bekommen nicht von mehreren Einheiten hier Beschuss, sondern in der Regel nur von einer oder manchmal auch von zwei, aber erstmal hier den nervenden King weggemacht und dann geht es gleich los mit der großen Schweinerei. Ich frage mich jetzt gerade, wofür die Mauerbrecher eigentlich waren. Aber erstmal noch ein bisschen hier reingekommen, um noch ein bisschen was wegzumachen. Jetzt kommen hier die Schweine mit dazu. Leute, das sind Level 2 Schweinereiter und ihr seht das hier wunderbar surgical gesetzt. Immer so 2-3 Stück pro defensive Einheit. Wunderbar, da jetzt kommen die auch am Bombenturm zusammen und ja, ihr seht schon, die mit dem etwas stärkeren Hammer dann noch mit dazu gesetzt. Okay, keine Frage, die ballern sich hier natürlich auch gegen diese Achterbase hier durch. Schöner Heilzauber an den jeweiligen Bomben, obwohl da auch auf der einen Stelle unten am Bogenschützenturm, na, da war schon wieder ein bisschen enger. Da waren dann nochmal, da lungerten nochmal zwei Riesenbomben rum. Die Hawks verteilen sich jetzt so ein bisschen, aber ihr seht da oben die Max Hawks, die sind schon fürchterlich stark gegen so eine Base hier. Und so deutlich ist es jetzt am Ende gar nicht, aber ihr seht das, da schießt jetzt nicht immer viel auf die
auf die Hogrider und jetzt sind, glaube ich, nur noch die Max Hogrider da. Die müssen sich jetzt noch gerade von den Skeletten befreien und dann war es das hier auch. Also so kann man es natürlich auch machen und schöne Kombi. Hier habe ich mir mal ein bisschen weggepinnt. Ich nehme nicht immer ganz so viel Riesen mit, ich nehme eher noch ein bisschen mehr Schweinereiter mit. Aber wichtig ist natürlich, dass man die CB schafft und dann ja unter Umständen auch so einen nervenden King, aber gegen so eine fast Max-Base hier, aber irgendwie hat der Gegner immer so ein, zwei defensive Einheiten überhaupt nicht leveln wollen. Hier waren es die Magiertürme, ist natürlich optimal für die Schweinereiter, dann bekommen die keinen starken Flächenschaden und überleben das Ganze hier mit lockeren 3 Sternen hier von Marcy vom Clan Free-to-Play. Sehr schick. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was hier ganz, ganz unten war, was der Bob machen durfte. Auch noch ein Achter. Okay, also war das jetzt doch nicht ganz so fair. Aber auch das hier ist ja mehr recht als schlecht gelevelt, ne? Ich meine, naja, was das darstellen soll, sei mal dahingestellt. Aber derjenige, welcher, der EEEE, wird vielleicht glücklich mit seinem Account hier. Ich weiß es nicht. Klamburg war zu locken hier. Außen stand da eine Bombe. Sehr unlucky an der Stelle gerade. Aber hat er gut kompensiert hier. Erstmal nur eine Bogenschützin. Schön in die Ecke gezogen. 2, 3 Drachen dazu. Da hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr Schiss gehabt, dass dort der Drachen mehr Power macht. Aber macht er gar nicht. Ich glaube, alle seine Drachen. Na, einen Drachen hat es erwischt. Okay, einen Drachen hat es erwischt. Blitzzauber hat ja schon mal eine Luftabwehr weggemacht. Und jetzt hat der Gegner noch 2 Luftabwehren hier unten, aber ich denke mal, er hat noch Loons im Gepäck. Ich weiß es nicht genau, ob da jetzt Loons mit in der Clanburg sind oder vielleicht noch mal ein Drachen aus unserem. Da kommt noch mal ein Drache raus. Okay, kommt noch mal ein Drache raus. Jetzt hat er aber noch selber ein paar Loons und wunderbar, kann man auch ruhig machen. Sie halten zwar jetzt nicht so viel aus, aber sie halten in jedem Fall so viel aus, dass es reicht, hier so eine schwache Base zu dreiern. Schön gemacht hier und diesmal mit keinem Troll-Tesla oder taucht hier unten einer auf? Ne, 55%, hier taucht gar nichts auf. Und auch schön an die Ecken gedacht, haben wir gestern Abend wieder gesehen. Bauhütten, der große Feind in Clash of Clans, vermiesen einen oftmals gut geplante und gut durchgeführte Angriffe mit 99%. Aber auch die 2er Drachen hier unbeirrt hier gegen die kleinen Kanönchen und gegen den kleinen Bogenschützenturm hier. Keine Chance hier der Gegner, also der EEE hat fast alles richtig gemacht, zumindest aus unserer Sicht. Er hat seine Base einfach nur aufgelevelt, aber nicht wirklich gelevelt. Aber ich wollte euch ja noch einen gegnerischen Angriff zeigen aus dem Rathaus 9 Bereich, sodass ihr mal einen Blick bekommt, mit welcher Truppenkombination die denn so angegriffen haben. Ich zeige euch ganz, ganz bewusst eine Defensive und keinen Dreier von denen. Die nerven mich. So, die haben mich genervt. Jetzt gucke ich mal JJ Elbjung. Ich glaube auf dem JJ. Da konnte man das ganz deutlich sehen. Ah nee, okay, der auf dem JJ war doof. Dann muss ich doch meinen nehmen hier. Ich glaube, der war ein bisschen besser. Warte mal, ich gucke mal. Ja, das war in etwa die Truppenkombination, die der Gegner immer benutzt hat oder sehr, sehr häufig benutzt hat, mit einem Golem, 5 Walküren, 10 Schweinereiter, 2 Päcker, exakt die immer die gleiche Armee, 10 Magier, 4 Mauerbrecher und 2 Bogenschützinnen und dann halt seine Helden. Giftzauber hier nicht in der Clanburg auf 7 mitgenommen, sondern eher ein Max Freeze, okay. Und in der Clanburg waren bei denen immer oben Max Schweinereiter drin oder halt stärkere. Ich weiß nicht, ob die mal Max waren, aber meine Base hier, ich wollte die eigentlich tauschen, die ist nicht wirklich gut. Und ihr seht auch, der Angriff hat gar nicht mal lange gedauert, weil bei 58%, da ist er auch nicht sehr weit gekommen. Ich frage mich immer noch, woran hat es gelegen, aber da unten hat es schon mal dran gelegen. Mauerbrecher-Fail auf der Ecke, wo die Päcker jetzt sind. Und du kommst aber in jedem Fall in die Base rein. Mit dem King, Valkyren und auch dann mit der Queen im Backend. Bei uns waren im oberen Bereich fast ausschließlich Lava-Hunde in der Clanburg als Defensive. Und gegen einen Lava-Hund hat es eine 9er Queen schon ganz schön schwer. Oben kommen jetzt übrigens die Hogrider zusammen mit den Schweinereiter-Hogridern vom
aus der Clanburg, aber ihr seht, die sind auch oben ziemlich schnell essig. Also da oben schaffen die nicht mal alles an Defensive. Und jetzt wird es auch für die Max-Schweinereiter in der Mitte sehr, sehr schwer, hier überhaupt was zu reißen gegen die Defensive in der Mitte. Und dann bleiben das hier so ein paar Prozent. Ich meine, er musste seine Queen jetzt schon zünden. Die wird jetzt nicht mehr so viel machen. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, irgendwann ist die Zeit da, da kommst du mit deiner Truppe halt nicht mehr weiter. Wenn deine Helden nicht weiter wachsen, dann wirst du irgendwann feststellen, gerade wenn man dann womöglich noch auf ein höheres Rathaus geht, also ich sag mal, der Kollege geht hier jetzt auf 10, dann wird es nicht einfacher für ihn. Ja, da muss er irgendwann gegen 10er ran, hat schon einen Heilzauber gar nicht mehr geschmissen, aber habt ihr schon jetzt gesehen, das hat alles nichts gebracht. Und ich gucke mal, der Elbjung, wie der hier noch verteidigt hat. Er hat auch keine so gute Base hier. Also so gut ist die Base jetzt auch nicht. Und hier auch wieder fast die exakt gleiche Kombi. Ja, nicht ganz, hat er jetzt ein bisschen weniger Magier. Aber auch wieder ähnliche Helden. Und das ist die Nummer 3 hier vom Gegner. Da könnte man eigentlich schon meinen, dass da ein bisschen was Höheres ist. Aber es war halt nicht so. Und dann ärgert es einen natürlich auch ein bisschen, wenn die Bases hier mit so einem Low-Truppen und Low-Helden gedreiert wird, egal was du hier baust. Und ich wundere mich jetzt gerade auch ein bisschen über den Elbjungen, der eigentlich schon bessere Mauern hat als seine Defensive, okay. Aber vielleicht geht er ja nach meinem Prinzip vor, was vor allen Dingen das Leveln der X-Bögen angeht. Ich level meine X-Bögen erst immer dann, wenn meine Helden einen gewissen Status haben. Im Rathaus 9 Bereich ist das so. Und deswegen, aber ich muss ihm mal sagen, dass er vielleicht doch eine andere Base nimmt. Das ist eine typische Clash of Clans Farm Base eigentlich, die man im Klarkrieg nicht wirklich gebrauchen kann. Also ich nenne diese Bases immer gerne Opferbases und komme von der anderen Seite wieder mit den Schweinereitern. Aber auch hier hat es ja nicht gereicht, 92%. Und mal sehen, ob es wieder an den Helden gelegen hat oder an den Schweinen, die da nicht weiterkamen. In der Mitte sind ja eigentlich noch beide Helden grün, aber sie sind sogar noch zündbar, dann wird es wahrscheinlich an irgendwas anderes gelegen haben. Die Schweinereiter kämpfen dann noch mit den Skeletten. Der hat jetzt mal alle Heilzauber genommen. Mal sehen, wann er seine Helden denn zünden muss hier. Denn irgendwann ist es auch mit den Schweinereitern vorbei. Spätestens jetzt da hinten in der Ecke. Unten lauert ja noch reichlich Defense auf der Ecke, um den Päcker hier, beziehungsweise nicht um den Päcker, um den Magierturm, entschuldigt. Aber die Skelette hier sehe ich gerade, die haben die ganze Zeit auch die Schweinereiter schön verfolgt. Das waren die letzten Schweinereiter. Und jetzt wird schon ein bisschen schwer, Leute. Zehner King gegen Max Mauern auf Rathaus 9. Ihr seht, der braucht schon ganz schön lange dafür und schön am Flächenschaden den King gezündet. Da haben die natürlich keine Chance. Und auch jetzt seht ihr das da oben. Eine 8er Queen gegen Max Rathaus 9 Mauern, das braucht halt seine Zeit. Wenn hier eine 30er Queen steht, Leute, dann braucht die nicht ganz so lange. Die braucht auch noch lange, aber die brauchen nicht diese unendlich vielen Sekunden, um durch diese Mauer zu kommen. Und hier unten warten ja noch mehr Mauern, wo die durch muss. Zumal die auch extrem, ihr seht das dauert einfach zu lange und ihm läuft jetzt die Zeit davon. Und auch für so ein Lager braucht die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Schuss für so ein Lager. Und das dauert. Das dauert. Also, wenn man etwas höhere Helden hat nach wie vor, dann dauert es nicht so lange. Die machen halt auch mal ein bisschen mehr Schaden, haben auch ein bisschen mehr Trefferpunkte. Alles so kleine, aber feine Tipps, die ich euch nur mitgeben kann. Ich mache das ja, ihr wisst, ich mache das immer so, und das ist jetzt auch gewesen hier für die Queen. Die hat jetzt nur für dieses kleine Stück die restliche Zeit verballert hier. Naja, okay. Ja, also, okay, Base hat doch gehalten. Aber ich glaube, er sollte doch mal eine andere Base nehmen. Naja, sei es drum. Ich wollte euch in jedem Fall so ein bisschen was aus dem PW hier zeigen, also aus dem Perfect War. Schön gemacht hier. Und unsere Siegesserie nach wie vor ungebrochen. Wo ist der Clan hier? Da ist er mit 16 Siegen bei 37 gewonnenen Kriegen. Also ist schon ein paar Tage her.
wo wir unseren letzten Klankrieg hier verloren haben. Und das war auch nur diese eine dazwischen. Davor haben wir auch schon eine nette Serie hingelegt. Ich würde sagen, die letzten 50 CKs sind bis auf eine Ausnahme hier grün. Aber wir haben ja noch gar nicht, haben wir schon 50, wir haben noch gar keine 50 gespielt, oder? Ne, wir haben noch gar keine 50 gespielt. Das können ja noch gar keine 50 sein. Okay, wir haben ja noch ein bisschen Platz, Leute. Also wer hier rein möchte, ab Rathaus, wir haben es jetzt auch mittlerweile geändert. Ab Rathaus Level 7 geht es hier jetzt los. 6 haben wir jetzt auch schon nicht mehr im unteren Bereich. Also ab Rathaus Level 7 bis Rathaus Level 9. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir vielleicht auch auf Rathaus Level 10 hier ein bisschen erhöhen. Weil die nächste Liga wird hier unheimlich schwierig. Mit nur noch den 9ern bis zu den 7ern runter. Und na, da weiß ich aber noch nicht genau, wo es dann lang geht. Das sehen wir dann. Wir werden wahrscheinlich erstmal eine Liga einfach mal antesten. Und dann die nächste Liga womöglich dann hier auch 10er mitnehmen. Oder halt unsere höheren Spieler oben werden dann Rathaus Level 10. Das müssen wir mal gucken. Ich hoffe, die Folge hier Rathaus 7 bis Rathaus 9 hat euch mal wieder ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Am Clan dranbleiben. Twitch auch verfolgen bitte, um die Livestreams dort ein bisschen mitzuerleben. GML, DCM etc. Und natürlich auch ganz hartes Casual Farming Gaming von meiner Community und mir. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Flasht.